Frohe Feiertage von unserem Kanal. Wenn wir über das vergangene Jahr nachdenken, kommen wir nicht umhin, über all die unglaublichen technologischen Fortschritte zu staunen, die wir gesehen haben. Von den spannenden Betriebssystemen über Hacker, die Hacker hacken, bis hin zu bahnbrechender, neuer, nutzbarer Software in der KI und nicht Schritten, sondern Meilensteinen in der Cybersecurity. Es war ein wirklich aufregendes Jahr für alle, nicht nur die Technikbegeisterten. In Vorbereitung auf das neue Jahr möchten wir uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, um auf einige der besonderen Momente des vergangenen Jahres zurückzublicken, die uns noch in Zukunft begleiten werden. Erlebt mit uns einen Rückblick auf die wichtigsten Trends, Innovationen und Geschichten, die die Welt der Technik im Jahr 2022 geprägt haben. Schnappt euch also eine Tasse heißen Kakao und lasst uns starten. Wisst ihr, was das Spannendste ist? Das Intro gerade eben hab nicht ich geschrieben. Das wurde fast komplett von einer künstlichen Intelligenz geschrieben. Und dann von einer anderen KI übersetzt. Liebe Intelligenzen, seid ihr bereit? Willkommen im Cyberraum. 2022 neigt sich dem Ende. Morgen, falls ihr das Video am Tag der Veröffentlichung seht, ist Weihnachten. Wer hätte gedacht, dass 2022 noch ein schlimmerer Besser wird als die Jahre davor. Ich will aber hier keine schlechte Laune verbreiten. Wir wollen alle mit Optimismus in die Feiertage und das neue Jahr starten. Deswegen hier meine Highlights, die uns im kommenden Jahr noch immer beschäftigen werden. Ja, das wird auch eine kleine Sneak Peek und ich will möglichst euer vollständiges Feedback, auf welche Themen ihr am meisten Bock habt. Deswegen kommentiert ganz gerne oder schreibt mir irgendwie anders. Mein Kanal hat sich vergangenes Jahr, also dieses Jahr, nochmals stark verändert. Von reinen Cybersecurity- und Hacking-Themen bin ich nun auch zu dem Drumherum gegangen. Software, Social Media, Apps, all die Dinge, die natürlich maßgeblich durch Cybersecurity, aber auch KI beeinflusst werden. Apropos KI. Vielleicht habt ihr ja schon von ChatGPT gehört. Was rede ich? Natürlich habt ihr schon von ChatGPT gehört. Ich habe dazu sogar ein Video auf meinem Tutorials-Kanal gemacht. Die KI ist legit überall. Sie schreibt beispielsweise Code für euch. Sie hat aber auch das Intro zu diesem Video geschrieben. Sie schreibt Hausarbeiten, Hausaufgaben. Einer von euch meinte sogar, er hat damit eine 1- in der Abgabe bekommen. Sie schreibt übrigens auch Songtexte. Und das alles mag nice sein, birgt aber genauso Gefahren, und zwar mehr als nur ein paar. Als Lehrer, Prof oder Arbeitgeber, woher weiß ich, dass ihr wirklich was drauf habt? Dazu kommt, die KI ist nicht mal ansatzweise perfekt. Sie ist lediglich okay und macht vieles gerade faktisch falsch. Darüber müssen wir sprechen, denn wenn wir nicht verantwortungsvoll mit all dem umgehen, wird uns das um die Ohren fliegen. Das Thema wird uns nächstes Jahr durch mehrere Videos begleiten, denn es geht nicht einfach nur um ChatGPT, sondern wie wir mit dieser Verantwortung umgehen. Trotzdem birgt diese KI extreme Chancen. Baut man das Ding richtig, beispielsweise als Programmierer, um, könnten wir vermutlich etwa doppelt so guten Code schreiben, weniger Bugs, weniger Sicherheitslücken durch die Hacker eindringen können. Mehr Features, die wir natürlich alle wollen. Und das ist nur ein Anwendungsgebiet. Riesiges Potenzial, wenn ihr mich fragt. Irgendwas mit, das große Macht und große Verantwortung oder sowas, irgendwas mit Spidey. Ich gebe dem Ganzen einen Hype-Score von 4 von 4,2 Hackerhüten für mich. Apropos KI. Kennt ihr Lenser AI? Die Bilder sind momentan überall auf Social Media. Stellt sich heraus, dass die einfach von Künstlern Bilder gestohlen haben, um damit ihre KI zu trainieren. Okay, darüber müssen wir zwei auch reden. Ja? Diese Lenser AI ist, naja, sagen wir mal, gelinde gesagt problematisch. Aber hey, es hat nicht umsonst einen Hype des Todes generiert. KI, bildgenerierend oder textgenerierend, wird allmählich cool für die Massen. Und wo das hier nur hübsch aussieht, habe ich schon zig Anwendungen im Kopf und teils sogar schon probiert, wo ich KIs wie DALL-E oder Stable Diffusion selbst wirklich praktisch nutzen kann. Stellt euch vor, wir haben schon einzelne Grafiken im Video verwendet, die auch von einer KI erstellt wurden. Auch ich als jemand mit zwei linken Pinselhänden habe die Möglichkeit, mich künstlerisch auszudrücken. Und Grafiken für die Bootstrap Academy können teuer werden, wenn sie nicht von der KI kommen. Natürlich passt da vieles noch nicht so ganz zusammen und sieht nicht so gut aus, wie wenn es ein Mensch macht. Aber spannend wird das auf jeden Fall. Ich habe ein großes Thema im Kopf, aber bislang habe ich es noch nicht geschafft, mit einer der existierenden KIs das schön hinzubekommen.
Ihr dürft gespannt sein. 3,5 von 4,2 KI-generierten Hackerhüten auf der Morpheus-Skala. Ähnlich gehypt waren viele Mitte des Jahres von diesem ominösen Metaverse. Vor allem die Meta-Mitarbeiter, aber gut, die waren beruflich halt dazu verpflichtet. Mittlerweile ist der Hype etwas abgeflacht und Meta hat wahnsinnig viele Angestellte entlassen. NFT, Blockchain und Co., was die ganze Zeit damit dazugerechnet wurde, ist auch den Hype losgeworden, aber gehört da meiner Meinung nach zwangsläufig gar nicht unbedingt rein. Was bleibt, ist bei vielen die Enttäuschung. Was bei mir bleibt, ist aber eigentlich eine Freude am gelegentlichen VR-Gaming. Half-Life Alyx bereitet mir seit Monaten immer mal wieder 20 Minuten furchtbare Angst und gleichzeitig wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ich muss jetzt wieder. Nein, Zombies dran. Hi. Hier. Schuldfuß. Das hat sehr gut funktioniert. Warum beide auf dem Klo? Alter! Fisten, Alter! Oh wow, ein Klodeckel. Das ist eine Art Gaming, die man nicht mit regulärem Gaming vergleichen kann und die sich meiner Meinung nach auch nicht widersprechen. Ich bin aktuell froh, dass es nicht dieses allumfassende Ding den ganzen Tag wurde, das sich Zucki aktuell vorgestellt hat. Beschäftigen wird uns das Thema aber auch nächstes Jahr, denn oh boy, da gibt's richtig viele spannende Konzepte. Und Probleme. Ich sag nur In-App-Shop von Meta. Ich gebe dem Ganzen 3 von 4,2 NFT-Hackerhüten. Okay, der Krieg ist kein Thema für ein optimistisches Video am Jahresende. Welche KI hat das ins Skript geschrieben? Ah, Moment, das war actually ich, nicht die KI. Tja, so furchtbar dieser Krieg auch ist und war, so dringend ich mir wie jeder andere auch ein Ende wünsche, wir wissen nun, wie schlecht es in Deutschland von der Cybersecurity und Digitalisierung eigentlich läuft. Auf andere Bereiche will und kann ich nicht eingehen, das steht mir nicht zu, aber da läuft's auch oftmals nicht gut, wie ich das mitbekomme. Die Sicherheit von kritischer Infrastruktur, unserem Gesundheitswesen, die Verwaltung, die Bildung, das sind nur ein paar Beispiele von maximal zurückgelassenen Sektoren. Vieles in diesem Land ist gefühlt auf dem Stand von 1900, ich sag nur Faxgeräte. Und jetzt wird uns gerade jeder einzelne Sektor aufgezeigt, der nicht funktioniert. Und das bringt tatsächlich Schwung in die Sache. Vor 2 Jahren hatten wir den ersten Warntesttag. Nichts ging. Und nun ist der 2. gewesen und vieles ging und das macht ein kleines bisschen Hoffnung und so scheint mir das gerade in alle Bereiche Dampf zu pusten. Oder sollte ich sagen, Dampf zu nehmen und durch 1 und 0 zu ersetzen? Binäre 100 von 4,2 Matrix Codes. Oh heiliger YouTube-Algorithmus, wo fange ich nur an mit meinem Skript, damit du mich in eine erregende Bubble steckst? Filterbubbles, Hate Speech, aber auch die willkürlichen Bans auf einer der größten Plattformen der Welt. Social Media verändert sich und Social Media muss sich auch verändern. Das eskaliert hier schon deutlich zu lange. Mit tausenden Diskussionen und nach Monaten schafft die EU eine halbgare Lösung und verändert weniger als ein paar Parteien, die das Modell Social Media verstanden haben. Und demnach fliegt uns das Ganze aktuell noch deutlich mehr um die Ohren als bislang. Doch jetzt sehen wir immer mehr, was für eine Macht Social Media auf uns haben kann. Politische Propaganda, Hackerbots, die über Social Media Phishing verschicken, selbst Drogen und Kinder, die versteigert werden. Das Darknet zieht immer mehr auf Social Media um. Ich verfolge all diese Themen mit Spannung und berichte selbstverständlich auch darüber. 3 von 4,2 sterbenden Vögeln. IoT.
Wir haben bislang immer nur vom Internet der Dinge gesprochen, wenn mal wieder was gehackt wurde. Aber ich bin euch bislang eine Sache schuldig geblieben. Welche Anbieter sind eigentlich okay? Welche sind sicher? Was heißt sicheres IoT überhaupt und was heißt unsicheres? Wie kann man das Ganze selber machen? Ich plane für nächstes Jahr, mich etwas mehr damit zu beschäftigen. Limitierend war bislang einfach das hier, der Platz und die Möglichkeit zur Aufnahme. Ich habe nämlich keinen Kameramensch dahinter. Hi. Nächstes Jahr könnte sich da was ändern. Weniger an der Kamera, aber eher an dem ganzen Studio hier. Aber das steht noch nicht so ganz fest. Doch was wir definitiv sehen können, IoT wächst illegal schnell und hat wahnsinnig viel Potenzial in eurem privaten Umfeld. Aber leider eben auch für die Hacker da draußen und für die ganzen datengeilen Unternehmen. Deswegen ist es wichtig, dass wir damit richtig umgehen können. 3,5 von 4,2 gehackten Toastern von meiner Seite. Wenn auch wirklich viel im Jahr 2022 schlecht war, was wir nicht vergessen dürfen, sind die positiven Dinge, die uns gegeben wurden, beziehungsweise die wir daraus machen können. Ich glaube, ihr habt in der letzten Zeit gemerkt, dass ich angefangen habe, nicht mehr nur zu nörgeln, was schlecht ist, Smartphone-Updates beispielsweise oder richtig harte Tracking-Browser, sondern ich will euch für Lösungen begeistern, euch Lösungen präsentieren, eben für genau diese Probleme. Ich will euch die Möglichkeiten und die Ideen geben, dass wir das Ganze besser machen können. Nörgeln bringt uns an den Punkt, dass wir merken, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass sich etwas ändern muss, dass wir das Ganze nicht länger tragen können. Lösungen dazu vorzuschlagen, bringt dann hoffentlich die Veränderungen, die wir uns wünschen. Zumindest wünsche ich mir das. An der Stelle hoffe ich, es hat euch dieses Jahr gefallen. Ich weiß, es hat sich irre viel geändert, auch auf dem Kanal, aber natürlich auch bei euch. Und ich bin vermutlich noch immer nicht ganz fertig mit diesem Kanal anpassend Dingens. Ich möchte aber an der Stelle ganz kurz Danke sagen. Ihr formt diesen Kanal richtig hart mit. Ich bin eigentlich durchgängig mit euch im Austausch, damit ich möglichst euer Feedback annehmen kann. Mittlerweile sind es so viele Kanäle bei mir, wo ich euch erreichen kann und es freut mich mega, wie gut ihr das alles annehmt. Ich hätte beispielsweise vor einem Jahr nie gedacht, dass ich mal eine Weihnachtsfeier auf Twitch machen kann, bei der ihr alle aktiv teilnehmen könnt. Die ist gerade rum, wenn ihr dieses Video hier seht. An der Stelle allerdings auch nochmal ein ganz kurzes Danke an GetInIT für das Unterstützen von dieser Weihnachtsfeier und dass ich euch so mehr zurückgeben kann. An gleich mehrere Personen Security Keys verschenken zu können, ist schon etwas Besonderes und auch eine Plattform wie die Bootstrap Academy zu bauen, ist ohne meine Sponsoren nicht möglich. Und deswegen ein riesiges Danke. Aber auch speziell an meine Kanalmitglieder, Unterstützer und Patreons ein gigantisches Danke. Ohne euch wird das Ganze hier auch nicht laufen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Jahr mit der Academy zumindest einen Anfang von dem zurückgeben, was ihr verdient. Das wird mich natürlich persönlich auch nächstes Jahr noch unfassbar krass begleiten. Und ich habe auch noch sehr viele Pläne, wie ich die Plattform für euch noch stark verbessern kann. Das ist aber natürlich kein Projekt, das man mal in einem halben Jahr fertig macht. Ich rechne mit Jahren, bis ich zufrieden bin mit dem Ganzen und ohne euch geht bzw. wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Daher danke an jeden Einzelnen fürs Zusehen, fürs Kommentieren, fürs Dabeisein und einfach nur fürs Interesse haben. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr dabei, wenn es heißt, willkommen im Cyberraum.